Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Alle Jahre wieder beglückt uns Hollywood mit Gerechtigkeitsdramen und auch bevorzugt gerne zum Thema Rassismus, und das ändert sich auch im Jahr 2023 nicht, mit dem kurzen, aber einprägsamen Titel Till. Am 26. Januar startet dieses Drama. In den USA ist es, glaube ich, schon ein wenig länger erschienen. Ich habe es aber gar nicht gesehen, sondern einmal mehr unser PV-Gänger Nummer 1, der Stu Moinsen. Einen wunderschönen guten Tag auch an dich. Ja, ich bedauere es sehr, dass ich den Film nicht mit unserem, Achtung Wortwitz, Kollegen Till bespreche. Ey Leute, ich darf mir im Vorgespräch 8-mal diesen Witz anhören, warum wir den nicht mit Till machen. Ja, warum denn nicht? Ja, mehr dazu im Trailerama vielleicht, wo Till ab und zu mal aufkreuzt. Ja, ein kurzer und prägnanter Titel, wie ich ja schon meinte. Worum geht's denn hier? Wahrscheinlich nicht um Till Eulenspiegel, haha. Es geht auch nicht um Till Schweiger, um diesen Witz auch jetzt mal direkt hier in die Der Tonne wird nur zu mit einem L geschrieben. Ja? Ach, sowas weißt du. Interessant. Interessant. Ja, okay. Man lernt immer wieder neue Facetten von seinen Kollegen kennen. Es ist okay. nein, Till ist die wahre Geschichte von Mamie Till und ihrem Sohn Emmett Till. Die beiden lebten 1950, in den 50er Jahren, in Chicago. Und während sie dort ein relativ gutes Leben hatten, sie werden auch da immer wieder mit diesem, ich nenne es mal, Alltagsrassismus konfrontiert, lebten sie dann doch relativ sicher. Aber als Till 14, oder nicht Till, Emmett heißt der Sohn, 14 ist, möchte er seine Verwandten im amerikanischen Süden besuchen. Das will seine Mutter anfangs nicht so gerne, aber sie lässt ihn dann ziehen für einige Zeit. Und es kommt dann leider zur Katastrophe. Emmett, der halt eben 14 Jahre alt ist, macht eine Bemerkung zu einer Kassiererin oder zu einer Verkäuferin in einem Laden. Und und das setzt etwas in Gang, was damit endet, dass nachts dann vor dem Haus von Emmets Onkel eine Gruppe von Weißer ankommt, die den Jungen dann mitnehmen, und er wird dann einige Zeit später tot in einem Fluss gefunden. Er wurde zu Tode geprügelt und final noch mit einem Kopfschuss regelrecht hingerichtet. Und seine Mutter trauert natürlich in Chicago, möchte aber natürlich auch Gerechtigkeit für ihren Sohn und versucht, diese Gerechtigkeit zu bekommen. Und davon erzählt Till, der vermutlich eine der bekanntesten und vermutlich auch eine der wichtigsten Geschichten ist, wenn es darum geht, in Amerika gegen den Rassismus aufzubegehren. War dir denn die Geschichte schon vorher bekannt? Weil mir persönlich, Schande über mein Haupt, tatsächlich nicht. Nein, mir war es auch nicht bekannt. Ich kannte aber das Bild. Und wir hatten ja schon Ende letzten Jahres den Emancipation besprochen mit Will Smith, der ja quasi auch zurückgeht auf ein sehr bekanntes Bild. Und so ein ähnliches Bild ist auch Thema in Till. Denn ich sagte ja schon, der Junge wurde zu Tode geprügelt und landete in einem Fluss, wo mehrere Tage lag. Das heißt, ein offener Sarg wäre eigentlich nicht machbar gewesen, aber seine Mutter hat sich durchgesetzt. Sie wollte halt eben, dass die ganze Welt sieht, was man ihrem Sohn angetan hat. Und dieses Foto ging halt ja quasi um die Welt. Okay. Ja gut, liegt natürlich schon eine Weile zurück in den 50er Jahren, aber ja, von den USA der Neuzeit ist es nicht allzu weit entfernt, ne? Beziehungsweise der heutigen Zeit, nicht Neuzeit. Wirft er denn auch durchaus dann Aspekte auf, die man mühelos auch jetzt übertragen könnte ins Hier und Jetzt wahrscheinlich, ne? Bestimmt, ja. Also zu Beginn des Films, wenn wir halt so Mamie, also die Mutter, sehen, wie sie in Chicago halt lebt und arbeitet, kommt es schon mal wieder zu Situationen, wo sie zum Beispiel im Kaufhaus sehr deutlich darauf hingewiesen wird, dass die billigen Sachen gibt es in der unteren Etage und dass sie hier wahrscheinlich falsch ist. Also sowas kommt schon oft in der Realität, glaube ich, schon oft vor. Ich kann es nicht beurteilen, weil ich bin halt kein People of Color. Ich bin halt ein kaukasischer Cis-Mann. Ja, schweres und sensibles Thema, an dem man sich natürlich auch gerne mal verheben kann.
Ich muss zugeben, also ich habe mir den Trailer angesehen und der machte auf mich tatsächlich einen sehr, sehr guten Eindruck. Ich habe nur den auch zugleich das Gefühl gehabt, dass man den so vom Genre her nicht so ganz zuordnen kann. Also an vorderster Front würde ich als Genrebezeichnung einfach Drama sagen. Mhm. Es ist ein Drama. Es ist ein Film, der gerade wenn man einen, ich nenne es mal, gesundes Gerechtigkeitsempfinden hat, einem wirklich mehr als einmal aggressiv in seine eigene Faust beißen lässt, weil was da eben erzählt wird, und es beruht auf wahren Begebenheiten, wie gesagt, das ist alles verbrieft und versiegelt und es ist wenig Fiktion in diesem Film drin, dann macht das einen schon sauer, weil dieser Prozess, den Mamie Till anordert, der wird halt in diesem Süden, ich weiß gerade nicht, welcher Südstaat es ist, aber das ist halt da, wo halt eben noch hier Schilder vor den Restaurants waren, hier keine Schwarzen rein oder so. Apartheid. Ne? Apartheid, so. Und da passieren schon Sachen, die sind echt unschön. Und vor allem, ich will jetzt nicht das Ende Spoiler, man kann es halt nachlesen bei Wikipedia, wie gesagt, das ist ein wahrer Fall. Es ist auch kein Ende, wo man sagt, ach Gott sei Dank, es ist alles gut gegangen, sondern es ist mehr so ein Ende, das einen auch eher fassungslos und betrübt und auch, auch ein bisschen beschämt zurücklässt. Erinnert mich jetzt sehr so von der Kerbe, in die das Ganze schlägt, mehr so an Filme wie ja Selma beispielsweise, ne? Also die wirklich auch so die gesellschaftliche Position und Rolle der Schwarzen in den USA hervorgehoben haben. Wobei Selma da ja eher ein positives Beispiel war, weil da ging es ja um das Wahlrecht der Schwarzen. Hier ist es eher so ein bisschen, oder ich weiß nicht, hast du diesen Loving gesehen vor ein paar Jahren mit Ruth ja. Negga und ja, Joel Edgerton? Großartiger Film. Ja, ja, kenn ich. Ja, ganz großartiger Film. Also kann man nur ganz dick unterstreichen. Ich glaube, von Ist er von Jeff Nichols? Ich glaube ja. Schon, ne? Ja. Genau, ganz, ganz dicke Empfehlung. Schlägt der eventuell auch so in die Kerbe? Also, Loving war ja eher subtil. Mhm. Und Till ist ein Film, der auch subtile Töne anstimmt, aber im Grunde ist das immer mit der Faust auf dem Tisch. Also die Emotionen sind hier groß, aber ich finde, das macht auch Sinn. Mhm. Wir reden hier ja von einer Geschichte von einer Mutter, einer alleinerziehenden Mutter, die ihren einzigen Sohn verloren hat, der wirklich nicht nur gestorben ist, der wirklich misshandelt worden ist. Mhm. Wir sehen die Misshandlungen nicht, aber es gibt immer wieder so Andeutungen, was er durchgemacht hat. Und es gibt auch, wir Zuschauer sehen diese Leiche von diesem Sohn. Und das Schöne ist, der Film macht daraus jetzt kein großes Bohai. Der zeigt die Leiche, ohne jetzt so da irgendwie Spannung aufzubauen. Und er zeigt sie einfach. Und was du siehst, ist halt wirklich auch unschön. Und man kann sich zumindest rudimentär vorstellen, durch welche Hölle diese Frau geht und wie viel Kraft es ihr rauben muss, das alles durchzustehen. Und sie wurde ja auch wirklich von allen Seiten angefeindet. Das eine Nachrichtenmagazin hat sogar geschrieben, dass sie selbst schuld ist und ihr Sohn war vermutlich auch irgendwie ein Gangster und hat sich anders verdient. Oh, weia. Und wenn man das halt lesen muss die ganze Zeit, das nimmt dich auch mit. Ja. Und ganz großes Lob an die Hauptdarstellerin, die Danielle Detweiler, die kannte ich zuvor nur in diesem The Harder They Falls, diesen Netflix-Western, die macht das ganz hervorragend, weil sie ihrer Figur eine gewisse Gravitas gibt, eine gewisse Größe. Mhm. Und wenn die dann auch mal aus sich herausbricht, ist es auch wirklich toll gespielt und das ging mir dann auch zu Herzen. Vor allem, weil man auch im Verlaufe des Filmes merkt, dass sie auch lernt, mit ihren Emotionen besser umzugehen, weil sie weiß irgendwann, so darfst du dich nicht verhalten, wenn du dein Ziel erreichen willst. Mhm. Und das macht sie wirklich ganz hervorragend. Der Film hat nicht so viele bekannte Darsteller. Also am bekanntesten ist vielleicht noch Whoopi Goldberg als Mamies Mutter und Hayley Bennett als Verkäuferin. Mhm. Aber ansonsten ist das ein Film, der nicht durch seine Star-Power glänzt, sondern mehr halt durch eine sehr, sehr fulminante Hauptdarstellerin. Aber das ist vielleicht dann auch nicht verkehrt, weil so große Namen, die können natürlich auch gern mal so den Blick auf eine Figur, auf ein Schicksal versperren, einfach, ne? Also, dass man dann Schwierigkeiten hat, die Rolle zu sehen und dann, also es gibt ja auch so Schauspieler, die sind einfach so ursympathisch, die können die größten Arschlöcher auf der Leinwand verkörpern und trotzdem fiebert das Publikum mit ihnen mit.
Ja. Da haben sie hier, glaube ich, schon die richtige Entscheidung getroffen. Wen ich tatsächlich noch kenne aus dem Cast, ist Frankie Faison. Ja, genau, das ist der Vater von Mamie. Und wen ich auch noch erwähnen möchte, ist den Jalen Hill. Das ist der Junge, der den Till spielt, weil der es auch gut schafft, diesen Jungen auch über, also ich weigere mich, das Wort authentisch zu benutzen, aber so kam es mir halt vor, weil der spielt halt einen 14-jährigen Jungen. Und der macht halt schon so ein paar Sachen, wo man sich denkt, so, ah, das ist jetzt aber echt ein bisschen arg überheblich, ne? Und jetzt ist er aber ein bisschen arg albern, aber er ist halt 14. Und das macht es halt umso schlimmer als rückblickend, dass er halt für eine Nichtigkeit halt umgebracht wird. Weil wie er sich in diesem Laden zu dieser Verkäuferin verhält, ist jetzt nicht die feine englische Art. Ist jetzt aber auch nicht, dass es total unangebracht ist, weil grob gesagt, er flirtet mit ihr. Weißt du, er ist halt überheblich, er ist 14 Jahre, er glaubt, ihm gehört die Welt und er flirtet halt so ein bisschen mit dieser Dame. Mhm. Und das ist halt letztens so der Grund, warum er halt wirklich zu Tode geprügelt oder was ihm alles angetan wurde. Und das ist halt echt heftig. Also es wirkt so ein bisschen wie die Unschuld, die halt wirklich zu Tode geprügelt wird. Das ist schon sehr, sehr bitter alles. Klingt aber auch schön differenziert, weil man hätte es jetzt ja von einer Hollywood-Verfilmung des Ganzen durchaus erwarten können, dass das irgendwie dann so ein bisschen schön gefärbt wird, ne? Gerade was so seinen Charakter angeht. Ja, also wie gesagt, der tut nichts Schlimmes in diesem Laden, er flirtet halt nur, wo man auch denkt so, Junge, du bist 14, die ist wahrscheinlich schon 31, 32, da wirst du nicht landen. Ja. Mal abgesehen davon, dass es eine Rassistin ist. Aber das ist das Schöne dabei. Also wie du sagst, differenziert trifft es ganz gut. Mhm. Das schaffen sie hier. Also er wirkt halt wirklich wie ein richtiger Jugendlicher. Ich weiß nicht, ob die Jugendlichen 1951 wirklich so waren, die aus Chicago kommen. Keine Ahnung, da habe ich keinen Vergleichswert. Aber er wird nicht so nie, also es, ganz oft hast du das Problem bei solchen Figuren, die letztlich auch so eine Art Opferlamm sind, dass sie halt eben so als Opfer stigmatisiert werden oder nur noch das Opfer sind. Und bei Emmett Till merkst du halt, nee, da steckt eben noch ein Mensch hinter mit all seinen Stärken und all seinen Schwächen. Und das macht das Ganze noch mal ein bisschen heftiger, weil du diese Beziehung, diese sehr liebevolle Beziehung zwischen Mutter und Sohn auch lang genug mitverfolgen kannst in dem Film. Mhm. Und deswegen ist es halt umso heftiger und du kannst verstehen, warum die Mutter diesen Kampf aufnimmt, obwohl ihr eigentlich klar sein sollte, dass sie auf verlorenem Posten steht. Aber sie hat halt diesen Kampfgeist. Deswegen, ich habe mal gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, ich habe mal gelesen, dass der ursprüngliche Titel wohl Löwen gewesen sein soll. Mhm. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ich habe jetzt auch keine Quellenangabe dazu, aber es wäre auch ein passender Titel gewesen dafür. Die Regisseurin scheint mir auch tatsächlich sehr interessant zu sein. Ich hatte ja gerade schon Selma in den Raum geschmissen. Der war ja von Ava DuVernay, die ja mittlerweile auch einen ziemlichen Stellenwert hat und ja auch selber so aus der Black-Community stammt. Und hier scheint es ähnlich zu funktionieren. Also ich bemühe mich jetzt gar nicht, erst den Namen richtig auszusprechen. Mhm. Das ist eine Nigerianerin, die hat wohl vorher noch gar nicht wahnsinnig viel gemacht, aber sich an so eine Thematik ranzuwagen, ist auch schon respektabel, würde ich sagen, ne? Ja, die hat auch davor schon einen Film gedreht, der hier in Deutschland, glaube ich, nicht erschienen ist, der aber auch sehr toll sein soll, mit Alfred Woodward, der Clemency, wo es darum geht, dass sie das Leben einer Gefängnisaufseherin begleitet, die die Leute in den Tod schickt, weil die irgendwie im Todestrakt arbeitet. Das soll auch ein sehr guter Film sein. Und ich habe die werte Dame auch jetzt mal live gesehen in einem sehr interessanten Interview vom Hollywood Reporter. Da war sie mit Rian Johnson, Jordan Peele, den Shinards und Tony Kushner. Wow. In einem Roundtable hat sie unterhalten. Das könnt ihr mal gerne mal googeln. Das gibt's auf YouTube. Ist ein sehr interessantes Interviewrunde, wenn man so will. Also ich glaube tatsächlich, die Frau weiß, was sie tut. Die hat es zumindest bei Till geschafft, wirklich ein großes, emotional gerne auch mal aufbrausendes Drama so zu inszenieren, dass es aber niemals sowas Gefaktes hat. Es wirkt alles ehrlich, es wirkt alles verdient. Mhm. Jeder Moment, den dieser Film hat, jeder große Moment, der so ein bisschen exhaliert, der ist verdient einfach. Es ist kein Drama, das dir vorkauen will, ja, es ist im Prinzip nichts passiert und ich kenne die Figuren gar nicht, aber guck mal, jetzt wird's laut und tränenreich. Das ist viel wert, gerade in dieser Sparte von Drama, würde ich sagen. Ne?
Ich hatte es ja am Anfang schon so ein bisschen aufgemacht. Der regt da dann wahrscheinlich auch unweigerlich zum Nachdenken an, was sich überhaupt so verändert hat. Ich meine, das ist in den 50ern gewesen. Es ist immerhin 70 Jahre her. Und trotzdem dürfte man Fälle in den USA finden, die wahrscheinlich gar nicht mal so anders sind, auch was so das ja justiziale Versagen angeht, ne? Ja, ich meine, wann war das vor 3 oder 4 Jahren, dieses Stand Your Ground irgendwie? Ne? Also da gibt's zig Situationen und Geschichten, wo ich will jetzt nicht sagen, ich als aufgeklärter Deutscher oder Europäer, aber in manchen Situationen denke ich mir auch so, ich bin echt ganz froh, dass ich nicht in den USA wohne und weiß bin und nicht ein People of Color bin. So blöd es jetzt klingen mag. Ja, es ist vor allem muss man sagen, also der Film kommt am 26. raus, aber wir nehmen diesen Podcast jetzt hier schon Anfang Januar auf und also um mal darauf zu verweisen, dass das nicht nur in den USA Thema ist, sondern vor 18 Jahren, also heute hat sich die mutmaßliche Ermordung von Uri Jalloh in der polizeilichen U-Haft gejährt, ne? Da wird ja heute bundesweit teilweise auch, glaube ich, dran erinnert oder zumindest im Raum Dessau, soweit ich weiß. Deshalb ist das uns wahrscheinlich nicht so wahnsinnig fern, rein gesellschaftspolitisch betrachtet. Ja. Was ich vielleicht auch noch sagen kann, ich bin normalerweise kein so großer Fan von diesen Texttafeln am Ende von Filmen. Aber ich finde, bei Till macht es Sinn, weil du im Laufe von Mamies Reise ganz viele Leute kennenlernst, so nebenbei, die sich halt eben später dann zu, ja, so Aktivisten mausern für also gegen Rassismus. Mhm. Und wenn du dann halt am Ende liest, wie viele von diesen Leuten kein friedliches Lebensende im hohen Alter gefunden haben, sondern teilweise bestialisch ermordet worden sind, ist das schon echt hart. Ja gut, wenn dann da auch so die Fotos mit den, also die realen Fotos mit den Darstellern dann irgendwie zusammengesetzt oder wie ist das? Nee, also nicht. Ich habe den Film jetzt auch jetzt nicht erst gestern geguckt, deswegen tut es mir leid, aber ich meine, in meiner Erinnerung war es einfach nur schwarzes Bild, weiße Schrift. Ja, klingt nach einem wahnsinnig tollen Film, der hier in Deutschland wahrscheinlich einen sehr, sehr schweren Stand haben wird. Definitiv, ja. Ich muss sagen, ich hatte ihn auch nicht so wirklich auf dem Zettel, aber ja, also ich werde ihn mir auf jeden Fall ansehen. Jetzt vielleicht nicht im Kino, aber definitiv sollte der einen Blick wert sein. Ja, bin ich auch der Meinung. Und wenn ihr mit dem Gedanken spielt, zu gucken, geht gerne auch ins Kino, weil zum einen haben solche Filme auch die Kinokarte verdient. Mhm. Und er sieht auch sehr schön aus, muss man sagen. Das ist mir auch aufgefallen tatsächlich am Trailer. Ja, man kann sich natürlich, also wir verlinken ja, ob jetzt hier in der Podcast-App oder wo auch immer ihr das hört oder eben bei unserem YouTube-Upload auch immer den Trailer. Da könnt ihr gerne mal reinschauen und ja, euch dann vielleicht auch am 26. Januar ins Kino begeben. Vielleicht gucke ich mir auch im Kino an. Ich habe Selma damals zum Beispiel auch im Kino gesehen und habe das alles andere als bereut. Ja, herzlichen Dank, Stu, für den Einblick. Ich habe zu danken. Ja, wen der Film jetzt vielleicht interessieren sollte oder wer ihn dann vielleicht auch schon gesehen hat, wenn ihr das hier hört, kann natürlich uns gerne Feedback hinterlassen oder aber so eure Meinung, Eindrücke zu dem Ganzen. Lasst uns das gerne wissen, ob bei YouTube oder unter tele-stammtisch.de. Stu, herzlichen Dank wie immer und ja, mach's gut. Jo, tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.